So und Heidi Ho, meine Lieben, ich bin's wieder, euer G-Man. Wir zocken natürlich wie immer heute am Donnerstag Baldur's Gate weiter mit den anderen drei Pappnasen. Die sind auch schon da. Der Schachschaulin natürlich, mein Streaming-Partner, könnt ihr gerne mal reingucken. Ist natürlich auch unten bei mir verlinkt alles. Und der Jusen, der unsere wunderschöne Orkin, Schachscholin spielt ja ein Zwerg, ich bin Mensch und David ist Nachtelf. Ich hab keine Ahnung. Ist egal. Auf jeden Fall wird's wieder lustig. Ich hoffe, euch geht's gut da draußen. Ich hab auf jeden Fall gute Laune mitgebracht und wir schnuppern denn mal rein. Wir sind ja immer noch im Goblin-Lager und wollen immer noch den geheimen Gang finden. Mal gucken, ob wir das schaffen oder was wir heute sonst noch so machen. Wird auf jeden Fall wieder lustig. Denke ich mal. Ne? Und wenn ihr sonst Bock habt, mal uns nicht im Stream zu sehen und ihr mehr von unserem Stuff sehen wollt, könnt ihr auch gerne auf unserem YouTube-Kanal mal vorbeischauen. Schucken. Was ist denn los mit mir heute? Ich habe jetzt schon Wortfindungsstörungen. Dann schalte ich die auch nochmal wieder ein und dann geht's ab. Alle jetzt soweit ready? Meine Rust macht gerade an Mod und deine ist auch nicht da. Ich bin da. Oder wir sind da. Ist schon da. Ist schon da. Auch Hallöchen die bei dir da drüben. Die Genies und die Schaulinchen sind alle da. Sehr gut. Ja. Ich mal rasiert. Nur für euch. Was, du hast rasiert? Ja. So, ich werde jetzt noch ein paar Viecher umklatschen, weil wir sind kurz vor Level ab und dann. Swift is my feet can carry me. Jetzt los. Wir legen uns jetzt mit der nächsten Person an, die wir sehen. Oh, das finde ich gut. Das haben wir auch letztes beim Abgang gemacht. Nein, ich habe ihn ja nicht erwischt. Ich habe zu lange gebraucht fürs Umschalten. Also, der Klassiker wieder, Leute, wenn man bei Bild und Ton nicht stimmt, sagt bitte gerne Bescheid. Das wäre echt super. Weiß denn einer, wo dieser Kack ist? Nö. Dieser Geheimgang? Wir müssen noch irgendeinen Geheimgang finden. Geheimgang. Ich finde hier noch ganz viele Truhen, Alter. Naja, wir sind letztes Mal hier in das Gebiet zum ersten Mal rein. Welches? Achso, nee, da. Nee, hier haben wir gekämpft. Daran kann ich mich noch erinnern, vor ein paar Folgen. Hier haben wir gekämpft? Ja. Aber wir sind, glaube ich, zum ersten Mal hier hochgegangen, weil wir uns ja vorne gesammelt haben, weil wir hier durch diesen Korridor kamen. Ja, genau. Hier oben liegt nämlich noch ganz viel Zeug. Okay, ja, dann komme ich wieder. So war noch nicht. Wo war die Leiter? Ich sehe sie gerade so schlecht. Mein Licht ist so hell. Da. So aber ohne den Scheinwerfer, glaube ich, geht es nicht mehr. Ist der Greenscreen nicht gut, oder? Ja, da sieht man es ein bisschen an der Schulter. Okay, man sieht es generell an der Schulter, merke ich gerade. Der Pulli ist vielleicht nicht der beste. Aber ich hoffe, das Flackern stört euch jetzt nicht. Also mich stört's. So, ich kann mich auch kaum konzentrieren. So, soll ich jetzt hier wirklich stehen bleiben und 20 Minuten vor mir? Mann, wir veräppeln uns doch nur. Du, bei dem Game mögen wir uns nicht. Ach, draußen halten wir zusammen. Seid ihr da einfach rübergesprungen? Yes, in der Lage? Ja. Weitergesprungen. Ich glaube, da unten diese Tür müssen wir hin, oder? Wo du dich da sehe. Da ist auf jeden Fall eine rote Tür, ja. Ich sollte mal da mal hin. Mal fragen, was da so abgeht. Oh, ich muss... Einfach mal klopfen, so. Siehst du, sonst gibt's Saures. Was ist jetzt los? Na, Halloween, kennst du nicht. Ich glaub, mein ist heute Halloween, nee. Ist mein ist Stream gerade abgeschmiert bei euch? Nee, ne? Nee, ich seh nicht. Nee, beweg dich mal. Okay. Oh, klatsch mal die Hände. Hier ist bei mir eine Wahrnehmung fehlschlagen. Könnt ihr mal zu mir kommen? Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Seid ihr denn da hinten hingekommen? Ja, wir waren bei der Leiter da, wo wir uns getrennt haben. Und da sind wir rechts oder links, kommt drauf an, wie du guckst, über die Mauer gesprungen. Wieso nicht erreichbar? Mann, du Hundus. So, also da, wo die Leiter hochgeklettert ist, bist du wo dann lang? Da durch nee, wo man runtergeklettert ist. Ja, ja, bei die Spalte. Ja. Einfach durch die Spalte. Da bei dir, soll ich da jetzt entspringen? Niveau haben wir für heute schon mal festgelegt. Erfolgreich, da drüben ist was. Was ist das? Ein Höhlenloch. I'm way too big. Ist es sehr klein? Da muss sich David mal vielleicht wieder in eine Katze verwandeln, dann kann er da reinkriechen. Ja.
Ich bin zu groß. Es gibt auch einen Zauber, wo man sich in eine kleine Wolke verwandeln kann. Damit könnte man da auch reinkriechen, aber den kann ich nicht. Ich glaube, ich habe hier noch so einen Verkleinerungstrank. Warte mal. Vielleicht komme ich damit da rein. Ich überlege gerade, Leute. Öl der Schärfe? Nö, nö. Also ich könnte mich jetzt in eine Katze verwandeln und ich könnte eventuell dann auch nicht durchkommen. Aber in einem Kampf könnte ich mich dann auch nicht mehr in einen Eulenbären verwandeln. Ja, Alex könnte sich auch schrumpfen, wenn er sagt. Bitte. Nee, ich hab das Dings nicht mehr. Aber vielleicht einer von euch? Zeit verlangsamen. Hier, Öl der Verkleinerung. Ha, ich hab's gefunden. Ah, okay. Ich wollte bei den Zaubern mal gucken, ob ich einen. Kannst du das trinken? Machst du das nicht eigentlich nur auf die Waffe drauf? Fluchbrechen. Öl der Verkleinerung? Nee. Überziehe deine aktive Waffe mit Öl. Sie erhält einen Malus auf minus 1 auf Schaden, schwächt aber auch jeden, den sie trifft. Achso. Ich dachte, das wäre ein Trank gewesen. Warte mal, vielleicht kann ich ja irgendwas Alchemie-mäßiges. Also gelernt habe ich nicht, den Zauberspruch, das weiß ich. Unsichtbar. Elixierer. Arkane Kultivierung. Bosheit, Feuerresistenz, Resistenzregung, Blutdurst und Koloss. Nö. Hm. Bei uns hat das jetzt schon durchgeguckt wegen den Tränken, ja? Ja, gibt glaube ich keinen Trank, der einen kleiner macht. Geht tatsächlich nur mit Verzaubern. Uiuiui. Aber ich kann es gerne probieren, könnte aber im Kampf dann wieder ein Nachteil sein. Ja, speicher mal, probier erstmal die Katze, vielleicht geht die Katze ja auch nicht. Okay. Vielleicht kannst du dann hier die Tür hier unten aufmachen. Also das hier sieht ja so aus, als ob man das aufmachen kann. Die rote Tür da, oder? Ne, das da unten nicht. Achso. Da krieg ich minus 2, minus 1. Komme ich hier irgendwo hin, ohne irgendwas zu verlieren an Leben? Ne. Ist nicht klein genug, wa? Aber gibt's nicht diesen einen Zauber, dass man von überall runter springen kann und keinen Schaden hat? Auf jeden Fall, ja. Klar. Das Problem ist jetzt, wir haben den Zauber noch nicht gefunden, wo man sich als Magier rauchholt. Jetzt geht's. Dann bin ich da. Ja. Nice. Ich bin draußen. Okay. Schade, dass wir das jetzt nicht sehen können. Aber wir müssen da durch die Tür halt, wie gesagt. Ich bin über dem Goblin-Lager, aber ich kann hier nichts machen. Also klar. Okay, ist ein Erdhaufen. Minus 4. Ah. Okay. Wenn du eine Schaufel brauchst, ich hab auf jeden Fall eine bei. Ja, das ist gut. Ich hab echt nicht den besten Polier. Warum? Der ist grau. Jusen steht mir wieder gekonnt im Weg hier. Ich kann, glaube ich, da nicht rüberspringen. Ich frag mich jetzt halt nur, wie ich zurückkomme. Da hier, Erdhöhle. Also da, wo ich komme, können wir jederzeit hinlaufen. Achso. Okay. Das ist... Miau! Wollen wir jetzt trotzdem nochmal neu laden, damit du den Zauber noch hast, oder? Ja, im Endeffekt hat uns nichts gebraucht, aber... Ist egal, je nachdem, wo wir dann nächstes Mal eine lange Rast machen wollen. Das wird eine ganze Weile dauern. Naja, also bei mir sind die Zaubersprüche alle bei der Hälfte. Das heißt, einen Kampf könnte ich wahrscheinlich noch machen und eine kurze Rast haben wir wahrscheinlich auch nicht. Ne, eine kurze Rast haben wir auch nicht mehr. Okay. Das heißt, die nächste Option wäre so oder so. Dann bleibt die Katze. Ja. Alter, da komme ich nicht hin. Nö, ich komme da nicht wieder rauf. Nee? Ja, dann musst du Federfall machen, Diggi. Da musst du oder ich spring mal rüber und bring mal von da, wo David gerade ist. Ja. Du kannst uns doch auch Federfall zaubern, dass wir hier runterspringen können. Wenn ja, ich ihn gelernt habe, Alex. Stimmt. Also ich habe auch eine schriftvolle Federfall. Ich kann dich verzaubern, dass du dann runterspringen kannst. Oh, mein Hund hat gegessen, er schubbert sich über den Boden. Wo kann ich denn in mein normales Zauberbuch gucken? Ne, hier, Federfall, klar geht. Warte, muss ich bloß einen anderen Zauber mal kurz rausnehmen, nehmen wir den raus.
Aber kannst du auch jemanden damit verzaubern oder nur dich? Also wollen wir jetzt runterspringen oder was? Ja, würde ich sagen, nee. Dass wir da durch die Tür gehen. Na, oder wir speichern erstmal und einer guckt erstmal. Vielleicht kriegen wir die Tür auch rein. Ach, David, das ist schon unten. Aber damit verschwende ich Zauberstufe 1, 2 oder 3, wenn ich die auf euch wirke. Dann würde ich lieber die Schriftrollen nehmen. Ja, und dann, ja, nimm doch die Schriftrollen, ja. Oder haben wir auch Tränke, die das können? Na, wenn du ihn gelernt hast, kannst du so oder so die Schriftrolle nehmen. Weißt du, dann nehmen die keinen Platz mehr weg. Ich habe gar keine Schriftrolle. Gibt's da auch einen Trank? Ich habe eine Schriftrolle bei mir drin, federvoll. Ja, das ist schon mal für dich eine, ja. Ich warte unten nochmal. Müsste aber, glaube ich, auch einen Trank geben, der. Warte mal, kann ich den herstellen? Elixiere. Ah, ne, habe ich doch gerade geguckt. Ne, gibt keinen Trank. Oder? Warte mal, doch da, Tränke. Gegengift. Ja, Trank, Federfall. Gibt's. Hast du den herstellen? Bist du jetzt schon runtergesprungen, David? Ja. Der ist schon die ganze Zeit unten. Auf der Bank. Müsste ich wahrscheinlich kurz ins Lager, aber ich kann ihn wahrscheinlich herstellen, ja. Ich überlege gerade, wie tief ist es denn da unten? Minus 10. Denn? Minus 10 Schaden kriegt ihr. Ja. Ich krieg nur minus 4. Aber könnt ihr nicht hinten auf die andere Seite laufen und hier runter... Wenn ihr hier unten hinten auf der anderen Seite seid? Ja, ich kann erstmal hier hin und dann kann ich... Ein Meter oder so erstmal tiefer springen. Ja, und so. Vielleicht kannst du sogar auf den Kamin drauf springen. Oder auf den Tisch. Ja, ich habe immer noch minus 5. Also, hier hinten war aber auch minus eine Leiter, 3. Ne? Wo? Hier hinten bei mir, da war auch eine Leiter. Naja. Nach unten? Aber genau. Und Peiler kann noch die Schriftrolle nehmen mit dem Federfall aus meinem Inventar, dann okay. Kann er da runter springen. Das ist mal eine Lösung. Aber warte, Federfall ist doch, glaube ich, ein Platz, wo dann alle drauf springen können. War das nicht so? Nee. Nee. Verzauberst denjenigen, dass er jetzt... Kommst du? Ich kann mich halt nur erinnern, wo wir alle mal den Hang runtergesprungen ist, hat Peiler unten eine Fläche gemacht und dann sind wir da alle drauf gesprungen. Nee. Oder? Echt? Ja, ich will jetzt auch nicht dran erinnern, ne. Hast du uns angefasst, alle? Ja, wir haben uns angefasst, ja. Aber das war nach dem Spiel. Okay. Achso. Wie kommen wir jetzt da rüber? Hier! Ach, das ist ein Schleifstein, okay. Ich glaube, wir müssen hier drüben umlaufen. Mann, willst du mich jetzt verkackeiern, Kamera? Nicht zurückbleiben. Sonst verläufst du dich wieder. Ja, das stimmt. Ich muss auch erstmal zu euch finden. Richtig? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht. Hallo David, wo geht's lang? Ich folge der... Nee, ich bleib jugendfrei. Genau, und dahinter ist ja die Tür. Hallo. Hallo. Moin. Macht denn hier die Tür von zu? David. Gar nicht. The Kitty Cat. So, genau, und dahinter ging's ja weiter. Jetzt gehen wir doch da lang. Genau, hier haben wir ja die Oleg. Achso, du weißt wo lang, Peiler? Durch die Tür. Here we go. Oh, sieht aus, als wenn die gleich. Da bist du gerade verschwunden. So, okay. Achso, hier ist das wieder. Ah, okay. Genau, und hier war ja irgendwas mit dem Himmelbett. Achso, da kann man sich noch reinlegen. Vielleicht hättest du dich gemeinsam mit dir reinlegen können. Hallihallo, Hallöchen, Ryu. Spricht man doch so aus, oder? Alex? Ja. Also ich nenne ihn so, ja. Hat sich bis jetzt nicht beschwert. Na, ich weiß bloß, hieß nicht einer aus dem Spiel Yakuza so? Weiß jetzt nicht, ob... Also es gab jetzt schon verschiedene Darsteller als Hauptrolle, die man gespielt hat, oder? Aber irgendwoher... Gab's auch als Mortal Kombat? Nee, bei Mann, wie hieß das Spiel? Davon gab's einen zweiten Teil auf der ersten Xbox. Shenmue? Gesundheit. Oder so? Nee, noch. Ich glaube, da hinten rechts sah so aus, als ob es da weiter ging, oder? Wenn ihr auf der Karte guckt. Auf der anderen Seite. Ist so da unten lang. Ja, da unten, ja.
gucken, wenn wir jetzt hier durchs Eisentor. Aber eigentlich müsste unsere Wahrnehmung ja denn an solchen Stellen anschlagen, ne? Ja, eigentlich schon. Geh mal in die Mitte, das sieht so aus, als würde der Boden einbrechen. Oder zieh mal an der Kenne. Na, der sagt nur, er möchte wissen, für was diese Ketten sind. Kann man den Käfig da oben angreifen? Ketten kann man angreifen. Aber in den Käfig da oben, der hat 30 Leben, den kannst du abschießen. Vielleicht fällt er dann runter. Warte mal, dann geh ich aber weg, oder? Da crackt der Boden ein. Jetzt geht's bloß scheiße tief nach unten, ne? Und natürlich kann man nicht an der Kette nach unten klettern. Okay, David ist runtergefallen. Ich hab's bloß einfach runtergelaufen. Die Katze ist runtergelaufen? Ja, ich habe einfach nach unten geklickt und sie ist einfach nach unten gelaufen. Also ja gut, aber der Katze hat ja auch... Ja, das ist das. Aber es sind nur 3 Schaden, die er kriegt. Ja, du. Ich mit meiner Rüstung werde wahrscheinlich 300 Schaden kriegen. Warte mal, dann bleibt ihr doch erstmal oben und wir gucken, ob es hier unten einen Weg gibt. Oder kannst du auf die Lippe springen, Jusen, links vor dir. Also warte, dahin. Wenn du da raufkommst und dann kommst du auf jeden Fall gut nach unten. Das sind Spinneier auf jeden Fall. Wenn das überhaupt geht, ich denke, es geht nicht, oder? Okay, das ist Höhenausgang. Schade. Ich glaube, wir kommen hier im Endeffekt nur raus. Oder können ja gucken, wo wir rauskommen. Ja, warum nicht schon? Zerstört das Heiligtum. Oh, Rettungswurf, Netz, achso. Hier ist noch ein Tor und ein Hebel. Das haben wir noch nicht aufgemacht gehabt. Ich bin eingeschlagen. Guck mal, jetzt könntet ihr, glaube ich, hier rüberkommen, oder? Ihr seid jetzt über uns. Achso, ne. Gleiche Map wie wir. Aber jetzt ist es da unten auf jeden Fall offen. Ja, aber hier waren wir doch schon mal, wa? Ja, ja, hier waren wir schon mal, ja. Ihr könnt wieder zurückgehen durch die Tür. So, Jusen, ich hab uns eingeschlossen und ihr habt kein Zurück mehr. Scheiße. Wir sind wieder auf der anderen Seite jetzt, ne? Okay. Oh, okay, dann müssen wir hier durch die Tür, Jusen. Aber, gibt's denn hier noch irgendwo? Das müsste die andere Seite eigentlich sein, ja. Wir sehen sie wieder auf der Karte. Guck mal, da unten rechts sieht es noch so aus, ob es weitergeht auf der Karte, oder? Ja. 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 Ich wollte durch die Tür, nicht nur zu. Okay, da kann man auf jeden Fall rüberspringen. Hier war auf jeden Fall noch ein Skelett, was wir noch nicht gelootet hatten. Bin bei David. Ich quatsch mit den Ratten. Als Katze? Ich glaube, die werden dir nicht viel erzählen. Ist ja fein. Die haben Hunger, die Ratten. Die hier hinten schon? Aber ich glaube hier jetzt nicht weiter. Nee. Der Karte sieht so aus, als wenn wir in jeder Ecke eigentlich mehr oder weniger waren. Ja, aber das Einzige, wo es weitergehen könnte, ist ganz oben. Rechts. Da ist so eine kaputte Brücke in der Ecke und da könnte man übers Schwarze laufen und da hört es auf. Aber das ist doch schon wieder außen, oder? Aber haben wir hier nicht letztes Mal die Mission fertig gemacht? Nein, wir müssen doch immer noch einen Geheimgang hier finden. Wir haben nur das zerstörte Dorf gefunden. Also das zerstörte Dorf haben wir gemacht, aber wenn du da guckst, unten suche das Nachtlied, heißt das. Betritt den Geheimgang. Wir haben ein Rätsel des Goblin-Lagers gelöst und einen Geheimgang aufgedeckt, der in den Untergrund führt. Aber da waren wir doch schon. Der Untergrund ist doch den Akt 2, wo wir unten bei den Pilzen waren. Oder nicht? Versteh ich das falsch? Nee, ich glaube, du verwechselst Untergrund mit Unterreich. Okay. Bin ich mir aber jetzt auch nicht sicher. Oh, hier kommen Gegner, Leute.
Was? Riesenspinnen. Ach ja, stimmt. Ja, wir haben. Ja, ja, ich bin auch im Kampf. Scheiße, ich bin eine Katze. Gut, alle da? Ja. Ja. Da kann ich nicht zaubern. David darf erstmal seine Katzenskills auspacken. Ich kann Wie viel Leben haben die denn, Losen? Warte mal, ich will mal kurz gucken, Leute. 24. 32. Wie viele Gegner sind es denn? 4 bis jetzt. Bis jetzt sind 2. Machen wir einen. So. Soll ich mal Dicket auspacken oder eher sagen wir erstmal jetzt sind nur 2. Okay, machen also jetzt entspannt. Ja. Kannst du da ranlaufen, Jürgen? Ich bleib hier stehen, ne? An die kleinere Riesenspinne oder was? Ja. Dann laufe ich da erstmal ran, wenn du sie weggeht, kann ich die nächste da. Rede mit dem intelligenten. Genau, so war der Plan. Das muss ich unbedingt auch mal ausprobieren. Kannst du da noch näher ranlaufen? In der Hand. Noch näher. Ne, ich bin nicht im Vorteil gegen die. Jetzt? Nee, alles gut. Ne, kann ich nicht machen. Kann ich mich verstecken? Ja, ich kann mich verstecken. Jetzt geht's. Bam, okay. Hammer. Kommst du noch ran an die andere? Sieht danach. Ne, nicht genug. Müsste ja heißen, wir sind da noch nicht lang gelaufen, ne? Ich weiß nicht, wo die herkamen. Auch nicht. Vielleicht, weil ich da unten ein Ei kaputt gemacht habe? Kann auch sein, ja. Ich muss erst warten, bis ihr durch seid. Und dann ist die Dings dran. Jusen darf noch einmal und dann. Ich kann eigentlich hier stehen, ne? Ich schieße einfach nochmal einen Pfeil auf ihn. Ah, vergiss nicht, Waffe zu wechseln vorher. Nachher. Ach ja? Jetzt, erstmal schießen. Yes, jo. Mit der Mini-Armbrust. Jetzt sieht der aus wie ein Miniaturding in deiner Hand. Ich kann noch ein bisschen rangehen. Alles sieht aus wie ein Miniaturding in seiner Hand. Große Hände sind toll. Daumen, der Hund. Gut. Okay. Kannst du wieder einen Geheimangriff machen schon? Ja. Perfekt. Fucking so down. Ja, die sind jetzt hier unten rausgekommen aus dem Eisentor, glaube ich. Ja, sind sie. Erinnere mich nicht daran, dass wir da schon mal lang gelaufen sind. Nee, na, da sind David und ich gerade hergekommen. Ah, okay. Nee, ihr wolltet gerade. Achso. Schade. Ihr seid euch gefolgt. Ja. Jetzt mal wieder in der Mitte von der Map, okay. Kann ich denn da nicht durchklicken durch das Tor? Dann muss ich einfach auf die andere Seite gehen. Ja, das mach ich ja. Der ist schon durchgelassen. Jetzt ist es Höheneingang. Vorhin war stand da Höhenausgang. Jetzt. Dann machen wir jetzt zurück. Oh, na, hier geht's ja auch noch weiter. Wo Jusen ist. Nee, das ist hier, wo wir herkamen. Hier ist ein Stopp. Komme ich jetzt echt hier nicht mehr alleine raus, wenn ich eingesponnen bin? Hey, dauert einen Moment. Okay, da kommt man nicht hin. Ja, denn Höhleneingang, also, oder? Nee, also, ja, da, jetzt hier nicht. Da kommen ja David und ich gerade her. Achso. Ja, waren wir ja hier. Also da war jetzt, glaube ich, nichts. Aber wir können ja auch nochmal zusammen gucken. Ich meine, wir können jetzt die ganzen Spinneneier hier kaputt machen und gucken, ob noch mehr Spinnen kommen. Ah, okay, ist ein Fall. So, dann sind wir wieder in der Spinnenhöhle, oder? Oh, ich hänge schon wieder, ne? Yep. Na, hier sind wir gerade runtergekracht. Ah, okay. Das war jetzt der. Ah, okay. Wo ihr oben wart, quasi. Hat einer eine Fackel bei oder so? Nö. Eine Katze. Ach, doch, da. Nur
Ja, weiß ich nicht, soll ich hier nochmal so ein Spinnenei kaputt machen und gucken, ob was kommt? Okay, läuft bei dir. Mal gucken, wo die herkommen vielleicht, die... ja, jetzt machen die so viele kaputt, nicht, dass da 20 Spinnen kommen. Kann nichts mehr machen, jetzt. Ich glaube nicht, dass hier was kommt. Aber eben sind ja auch Spinnen gekommen. Ich habe nur ein Ei kaputt gemacht. Ja, aber die kamen ja hier eigentlich hier auf der anderen Seite raus. Aber. Ich glaube, die haben einfach hier hinten in der Ecke gechillt, da wo wir noch nicht waren. Oh, das kann sein. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts zum Aufsammeln. Der Hund hat Rücken, so wie er läuft. Das gleiche wie Alex. Aber es geht. Und mit der Kamera durchgelitscht, denn dahinter klickt, kommt man durch. Auf jeden Fall. So, ich bin jetzt mal hier, wo Pyla gesagt hatte. Naja, sonst einer von uns könnte sich ja auch erbarmen und irgendwann googeln. Vielleicht, wo wir das finden. Kann ich da hinlaufen? Wenn der hochbringt, ist das auch nicht viel, oder? Ich geh mal hier hoch. Ne, sind wir nur hier hoch wieder. Hier waren wir von Anfang an, ja stimmt, hier weiter weit. Sein können. Da sind wir vorhin gekommen. Ja. Ja, ich weiß, wir haben ja hier das letzte Mal gekämpft in dem Raum. Ja, kann trotzdem sein, dass wir irgendwas vollkommen übersehen. Ich habe jetzt hier noch eine Tür. Guck mal, wo die hingeht. Hier waren wir noch nicht, wo ich war. Ich hab's glaube ich gefunden. Ja, sofort. Ich guck mich bloß hier oben noch um, ob. Nee, aber es sieht aus, hier waren wir auch schon. Ja, der ist gelootet. Warte, ich komme wieder runter und. In eure Richtung. Hier unten ist noch eine Tür. Und dann sind wir hier hinten weitergegangen und haben ja erstmal gekämpft. Der Hund! Habt ihr gesehen, wie der Hund gerade die Leiter hoch ist? Geil, tipp will ich sehen, dass mein Hund das auch so macht. Hinter dir. Die Tür. Der Walkswinger, okay. Also hier werden wahrscheinlich einige Walks gleich kommen. Okay, auf jeden Fall ist hier also noch alles. Sind das Swinger oder wie meintest du das, Jusen? Wenn wir jetzt hier in einem Swinger-Club sind, den jetzt gleich heiß her, weißt du? Nee, sowas wie ein Käfig, ohne Käfig. Also nicht ein Swinger, sondern ein Zwinger, ja. Ein Zwinger. Oh, hab einen Schlüssel gefunden. Ich pack den mal gleich in Alex sein Inventar. Ja, aber ich muss auch Usen was drüber packen, ich bin schon wieder. Oh, kannst du. Ich nehme dir auch gern was ab. Warte. Auf jeden Fall etwas Schweres. Oh, ich hab irgendwas... Stiefel.
Oh, achso. Ich weiß wo. Okay, nice. Okay, ich bin wieder. Geht wieder. Oh nein. Ich habe hier was geöffnet, Leute. Was hast du da geöffnet? Na, eine Tür. Da hinten liegt ein toter Elf. Mal schön Licht anmachen, Leute. Okay. Das ist für Jesus noch. Irgendjemand hat Katzen? Du hast Katzen. Ich hab Katzen. Ja. Ja, soll ich erstmal nachforschen oder die Leiche herausziehen? Warte. Wir gucken jetzt. From the hole. A failed escape, it seems. Ja, nachforschen sieht doch so gut aus. Ja, okay. Soll ich den Bonus geben? Ach, nee. It seems the tunnel collapsed mid-dig and suffocated him. A crooked heart is embroidered on his left shoe. Ja. Und ziehen wir sie raus, wa? Ja, pack an, Digga. Hoffentlich ziehst du nicht nur Ben ab. Nur die Schuhe. The body comes loose, revealing a tunnel. Ein Tunnel! Perhaps you can escape where he failed. Also wieder Katzenmodus wahrscheinlich. Geht nicht. Oder kommt man da durch? Ja, ich bin draußen. Also. Ne, das ist da, wo wir durch die Tür gegangen sind. Okay, dann kommen wir da ran. Kann ich nicht. Ah, doch, jetzt noch. Da oben hängt noch eine Leiche. Will die mal einer runterballern? Dabei. Ne, ich meine die Leiche, Alex. Wieder. Super. Da ist so. Okay. Ich versuch's mal anders. Okay, ist kein gültiges Ziel. Eine Rauchpulverbombe ist da oben. Ja, ist, aber da komme ich irgendwie nicht ran. Ich kann auch drauf schießen, aber zum Hängen. Jetzt ist er runtergefallen. Ach, geil. Nice. Oh, Jusen, hau mal ab. Ich bin dein Schatten. Kann die, glaube ich, mit Alt und so verschieben, dass die runterfallen. Warte mal, wer ich das jetzt hier macht? Oder schieß nochmal drauf, ja. Okay. Ich hab jetzt diese Piole kaputt gemacht da oben. Cooler Dude, du bist. Okay, so. Ja. Wieder bloß einen anderen komischen Ausgang mehr oder weniger gefunden, würde ich fast sagen. Ja. Aber wir haben ja hier noch nicht alles angeguckt, oder? Hier unten. Doch, wir haben ja auch schon gekämpft. Scheiße. Wir haben das schon gekämpft. Na, da unten liegen überall Leichen. Nee, die sind nicht von uns. Wir hatten ja noch Loot bei gehabt. Ich könnte Körperteile einpacken. Hier ist ein Hebel. Ich zieh mal am Hebel. Aber ich glaube, da geht das Tor noch auf und zu. Nee? Nee, es ist irgendwas passiert. Warte. Ja. Aber. Na, wir sollen ja hier irgendwie noch ein Artefakt finden oder sowas. Hier hinter geht's ja auch noch weiter, glaube ich, ne? Hier ist auch noch eine Tür. Sollen wir die aufmachen oder? Ne, die ist schon offen. Ja, ich bin von da nicht gekommen. Hier ist mal Truhe. Nein! Oh. Hat sie gerade mal so verloren an.
Bloß ein kleiner Raum oder was? Ist nichts weiter. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß es auch nicht. Ich würde sagen, wir machen einfach eine andere Quest. Es gibt so viele Quests. Ja, dann machen wir das. Machen wir eine andere Quest. Und dann sucht ihr noch raus. Ich würde halt hier bringen Laese zum Inquisitor. Das ist doch. Ist das nicht der Dude, den wir gesprengt haben? Nee. Inquisitor ist was anderes. Das andere schickt uns zum Teehaus zurück. Na, Kirsti jetzt hier in der Nähe war. Wir können mal durch die Tür gehen. Passiert ja irgendwas. Von da kommen wir doch, Dicky. So. Quest haben wir auch mit dem uralten Buch, was wir die ganze Zeit rumschleppen, haben wir da auch noch nicht gemacht. Entschlüssel das uralte Buch oder zerstöre das uralte Buch. Ja. Durchsuche den Keller bei der Mission. Aber ich kann's. Wir müssen dafür auch erstmal ein Artefakt finden, was ich damit interagieren kann. Anscheinend. Weil ich kann nicht viel mehr auswählen. Ich könnte das Ding in der Hand nehmen und mit meinem intelligenten Amulett reden. Vielleicht hat der ja einen Hinweis für uns. So, probieren. Ja, probieren wir sonst. Alter, Jusen. Machst du ja für die Särge auf, oder was? Ja. Hat der was beigehabt, Neva? Nee, kannst du aber, naja, so ein Amulett zum Verkaufen. Kannst du hier hinten den Sarg auch noch aufmachen? Ja, alle Särge auf, Junge. Hast du den Sarg wieder zugemacht? Nee. Okay, das geht nicht. Das war wieder gebunden. Das kann ich nicht. Nee, weil der Sarg kaputt war oben. The book refuses to open. For you, at least. Okay, ich kann's ja bloß lesen. Muss ich dir mal das Amulett geben und du musst es vielleicht versuchen, Alex? Na, das Amulett ist doch, glaube ich, an dich gebunden, oder? Nö. Okay. Dann probier's. Mal wieder zurück, falls die Erfahrungspunkte kriegen. Ich mal mit erhaschen. Kann auch nur das Buch weiter wieder schließen. Wenn ich's lese. Ja, aber leg dir doch das Amulett erstmal an. Also als Kette. Achso, ich muss das ausrüsten. Ja, da steht dann Rede mit dem intelligenten Amulett. Vielleicht. Weiß ich nicht, wenn du das Buch in der Hand hättest oder so, vielleicht kannst du ja irgendwas machen. Nö. Schade. Nee, und einfach so das Buch bloß in der Hand nehmen, ohne reinzugucken, dass du das Amulett fahren kannst, das geht nicht, ne? Schade. Da steht doch, lest das Ding oder zerstörst, dann zerstören wir es halt. Ja, aber es geht ja nicht. Ich kann nur auswählen, dass ich das Buch, Du hast die Kette hingeschmissen, Alex. Nur bei mir hier. Ich kann so ganz unten hinpacken, dann findest du. So. Müsste ganz unten sein jetzt. Ja, jetzt. Keine Ahnung. Ich kann's auch nicht werfen, fallen lassen oder sonst irgendwas. Brauch irgendwas, womit ich interagieren kann. Aber es sieht ja so aus, als ob es da rechts noch weitergeht, oder? Also bei diesem komischen Altar. Dass wir noch irgendwas mit dem Altar machen müssen oder so? Ach so, das Höhlenloch, da hab ich deswegen gezeigt. Gute Frage, nächste Frage. Ja,
Entweder machen wir halt eine andere Quest. Ja. Oder einer von uns muss dann doch mal nachgucken, wenn wir das mit dem Buch oder das mit dem Geheimgang noch machen wollen. Da kann ja auch gut sein, dass wir den Geheimgang finden müssen, damit wir für das Buch das Artefakt finden. Kann ja auch sein, ne? Weil das Buch haben wir ja hier gefunden. Wir sind Quatsch mal mit dir. Ich komme wieder zu dir, ja. You are unable to speak. So, mit wem soll ich Quatsch? Da wo du bist? Du bist ziemlich weit weg. Ich renne. Kannst du nochmal? Zeig ich mal. David? Ja, warte. Hier ist einer zum Quatschen. Ja, hier oben. Ab bei dir. Dafür bin ich viel zu groß. Okay. Das war echt festnimmt. Da steht noch eine Truhe in der Ecke. Gucken, ob wir die schon haben. Da ist eine Truhe in der Ecke. Ja, hier oben brauchen wir schon. Das ist eine Höhle. Wo siehst du eine Truhe? Ach, da. Ja, haben wir schon. Vielleicht kannst du mit Petersen sprechen. These goblins have blood on their minds. I am leaving. I suggest you do the same. Kann man den nicht irgendwie verzaubern? Ja, müssen wir mal gucken, was wir so können. Können ihn nur einfach töten. Dann auch das ist möglich. Hauptsache EP bekommen. So, nee, wenn ich hier rausgehe, bin ich vor dem Goblin. Ah, okay. Hier raus ist hier. Kannst du in die Feldspalte hier mal reingucken? Bin ich gerade schon. Das bringt mich nur hier vorne zur Ecke. Okay, schade. Wer sollte da oben sein? Ja, der will da irgendwie durchs Loch, sagt er, aber der ist viel zu groß dafür, sagt er. Sonst sagt er nichts. Durch das Loch ist David auch schon gegangen, oder was? Ja, na, dann komme ich genau da raus, wo ich jetzt bin. Achso, na, kannst du mal durch das andere Loch bei mir hier gehen? Ich glaube, ich glaube, den hat noch anderes gefunden, ja. Ja, kannst du mal kurz zur Seite gehen, Peiler, dass ich da wieder runterkomme? Hier der Einlocher, oder? Ja, du kannst dich so eine Katze machen, wenig. Na, ja, pack und so einen komischen Eulenbär kannst du dich auch machen. Der an der Windmühle dran war, oder was? David. Windmühle, der im Untergrund dran war. Was, der im Untergrund dran war? Nein, in diesem komischen Kreuz, der komplett, den ihr noch abzocken wolltet. Ja, den ich da töten wollte, ja. Okay. Ja, genau. Ja, der ist da genau oben rechts gewesen, wo Peiler gesagt hat, wo es weitergeht. Also wo da, der war ganz oben rechts. In dem zerstörten Heiligtum quasi. Ist das Goblin-Lager? Ja, guck mal. Wir kommen wahrscheinlich durch die Höhle hier auch irgendwo hin. Hier ist blutiger Schrein. Ach, hier war das, oder?
Blutiger schreien könnte das sein, aber dann gehen wir mal wieder reingucken. Ah, lustig, ich glaube, ich hab's gefunden, wo er war. Die Folterbank. Ja, genau. Der User hat den Weg gefunden. Ey, ich bin selber überrascht von mir. Ja, genau, da hinten war der. An der Folterbank, genau. So, und was sollen wir jetzt hier drehen? Nee, weißt du nicht mal diese Steine, die auf dem Boden waren, die wir hin und her bewegen konnten, dass sie ein Zeichen ergeben? Da müssen wir eigentlich. Ja, genau, also erst müssen wir mit dem quatschen und. Aber haben wir ja. Wo sollen jetzt diese Steine sein? Kannst du dich da nicht dran erinnern? Ich weiß auch nicht genau, wo. Ja, ich weiß auch nicht, wo das war, weil das ist am geschändeten. Jetzt sind wir hier. So, und dann. Sieht so aus, sieht so aus, ja. Dann müssen wir da. Sieht das so anders aus? Nee, wir sind noch nicht auf der Map, wo wir hin sollen. Das ist so schwammig beschrieben hier. Am besten findet ihr die Räumlichkeiten aus den Räumlichkeiten für deine verzierte Tür in den hinteren Raum, in dem ihr Polmer befindet. Wir sind ja gerade im Osten und nicht im Westen. Genau, hier steht der Dude im Westen. Wo sind wir jetzt gerade? Zerstört das Heiligtum. Nee. Geht durch die verzierte Tür hindurch, folgt dann nach dem Gang. Dann müssen wir hier nochmal raus. Ja, ich glaube, wir müssen nochmal die Tür weiter von diesem Krieger, oder wie es heißt. Die Gingyanki-Krieger. Da müssen wir, glaube ich, erstmal durch. Not a chance, I'll fit in there. In der Pelzspalte warst du schon, David? Haben wir Heizin schon gefunden? Wenn der Typ so hieß. Wirklich? Weiß ich nicht. Ja, da war ich schon. Okay. Und dann ist halt theoretisch erstmal die Frage, wo wir genau hin müssen, ne? Zerstört das Heiligtum, ja. So, und dann ist da eine verzierte Tür. Doch, da sind wir doch gerade durch diese verzierte Tür. Verzierte Tür ist. Ja, hier sind wir im. Ja, stimmt, hier sind wir im zerstörten Heiligtum. Okay. So. Platzierte Tür war, glaube ich, hier hin. Hier hinten. Genau, mit dem Abgrund und den Dingern, genau. Ja, okay. Die Tür habe ich schon mal gefunden, wo wir durch müssen. Da, wo wir gerade waren. Lauf schneller, du Katze, Mensch! Ach, erstmal durch Säure durch. So, hier ist der geschändete Tempel. Jetzt haben wir das. So, wo sind jetzt da? Auf dem Boden. Hier, ich hab's. Okay. Ich hab's. So. Doch bei der Eulen mit dem Bett. Machen wir doch richtig. So, und wie sollen wir jetzt die verkackten Scheiben drehen? Wir müssen zum Altar gucken. Wir müssen zum Altar gucken. Ach da, die Scheiben, ja. So, und oben müssen wir. Aber hier sind. Vier sein, okay. Na, dann geht das hier wahrscheinlich auf. Okay, oben sind vier. Gut. Hier sind. Nee, drei.
Ja, aber noch mal. Auf dem Ding hier sind halbe zu sehen. Das ist das, was mich irritiert. Können wir Dinger... Nee, wir können ja nichts halbieren, oder? Nee. Hast dich vergessen, dass du die anderen beiden auch noch verschieben kannst, oder? Gehen die beiden. Die drei gehen. Die alle gehen. Ich glaube, alle Punkte müssen rüber zu dem, die im Licht ist, oder? Ja, aber bei mir sieht das halt ganz anders aus. Das ist komisch. So, wenn du jetzt hin gehst, zweimal. Warte, ich schicke das mal in Allgemeine rein. Oh, die Katzen haben frei, was eigentlich. So, also oben müssen 4 voll sein, unten müssen 4 leer sein. Achso. Okay. Dann. Ja, im Licht müssen leere sein, Alex. Mhm. Und gegenüber die vollen. Ja, das jetzt noch. Ah, jawohl. This goes very far down. Das Internet. Okay, dann gehen wir mal gucken, was da unten ist. Hey, wie waren wir doch auch schon, oder? Das hier kann ich mich jetzt nicht erinnern. Doch, ich glaube, doch. Hier noch Seluiten-Außenposten, hier waren wir schon. Okay, wie... Oh, aus den Soliditen außen musst du erst den Mondstein zerstören. Der Mondstein steckt in den Spitzen. Oh, den Mondstein. Ja, haben wir gemacht. Genau. Hätte das der Pfeiler gesagt, hat also noch unterreich. Da waren wir ja. Danach findest du neben dem Tor einen Hebel, um das Tor zu öffnen, kannst du durch das Tor laufen und das Unterreich gelangen. Hm. So, das Quest setzt sich nach dem. Hier hinten geht's noch weiter. Führt dich deine Suche zu dem Mausoleum. Nachdem du den Eingang gefunden hast, musst du das Mausoleum-Rätsel lösen. Okay. Na, ganz links geht's da noch weiter. Da waren wir noch gar nicht. Ja, wir müssen dann nach oben. Also die Quest dauert noch ein bisschen länger. Alter, wo ist das denn? Ja, ich würde sagen, wir laufen einfach weiter und machen irgendwie anderen Quests. Leute. Das hier ist Ehrgeiz. Na, das hier schickt uns aber an Orte, wo wir noch gar nicht waren. Gasthaus zum letzten Licht, Lager zum schattenversuchten Landen. Achso, das ist. Ja, das ist da, wo wir nicht weitergehen wollten. Das ist im Schattenland, schickt uns die Quest danach hin. Ah, okay. Wo war halt die hier? Verlassen hätten, okay. Das okay. Mausoleum ist ein Ort im Kapitel 2, ja. Ne, da schickt es uns dann hin. Okay, krass. Nachdem du das Rätsel im Mausoleum gelüftet hast, entdeckst du den Geheimgang. Dieser führt dich in den Schar-Tempel. Ja, also das. Ja, die Quest hat sich jetzt auch aktualisiert. Die Spur verliert sich im Unterreich. Wo ist das Nachtlied? Ah, okay. Gut, dann mussten wir jetzt einfach nur den normalen Weg hier wieder gehen. Ich glaube, wir kamen auf anderen Wegen aber hierher, oder? Mm-mm, wir haben die dicke Vierlicht und so. Und aber denke einfach mal, dass das vielleicht verbuggt war und sich das jetzt, weil wir nochmal hier waren, aktualisiert hat. Nee, wir haben einfach nur nicht den Typen da befreit gehabt. Ach so, ja, weil wir vorher hier waren und danach dann zu dem Typen gegangen sind. Ja, stimmt. Ja, okay. Ergibt Sinn, ja. Sinn ergibt. So, naja, dann sind wir jetzt mit der Quest aus und dann könnte man ja überlegen. Ist jetzt die Frage, ob wir die Olle zum Inquisitor bringen? Oh,
Oder ob wir noch was anderes Schönes machen. Ich würde ja eigentlich gerne noch mal die Olle. Wie sehen denn unsere. Ich bin fast voll. Aber was haltet ihr denn davon, wenn wir kurz hier ins Druidenlager gehen? In der Zeit irgendwie Alex alles verkauft. Und ich wollte im Druidenlager mal gucken, da war irgendjemand, der uns Musikinstrumente beibringen kann. Ja, von mir aus. Aber dann müssen wir wieder zum. Wie ist denn auch noch, wie das Ding hieß, in Akt 2? Ja, na, irgendwas mit Schatten. Hier zum letzten Licht. Ab zum letzten Licht. Aber wenigstens haben wir mal aufgeklärt, wo wir jetzt hängen geblieben sind und haben das jetzt mal rausgefunden. Das ist doch schon mal sehr gut. Ja, und wir haben die Quest weitergemacht. Ja. Wäre eventuell auch nervig sonst gewesen, wenn wir da weitergemacht hätten und dann. Sonst wären wir da ja nicht nochmal runtergegangen, also von daher. Wir haben 30 Erfahrungspunkte bekommen, ist doch geil. War nicht umsonst. Und wir haben 2 Spinnen getötet. Genau. Kurz vorm Level bewegt sich nicht. Hier oben ist sogar ein Level. Alter, mit wie vielen Leuten kann man denn hier reden? Genau, Gasthaus zum letzten Licht und wir müssen irgendwie unten rechts hin. Alter, hier ist richtig viel aufgedeckt, aber Zoll. Achso, Alex ist ja beim Händler. Kann ich dir schon was reinpacken? Warte bitte noch. Soll ich den mächtigen Stoff jetzt verkaufen mit dem Bullenlandsturm? Ich würde sagen, wie gesagt, die Items irgendwie noch lassen. Ja. Okay. Weil wenn wir später noch irgendeinen anderen Spell oder sonst was bekommen oder Jusen halt, ich sag mal, Schuhe bekommt, die mehr Rüstung wieder gibt, dann kann er die andere Rüstung ja wieder anziehen. So. Deswegen eigentlich alles, was so blau ist, würde ich auf jeden Fall noch behalten. Weil da kann man echt später noch gucken wegen Bilds und so. Aber gut, vielleicht bin ich auch nur ein bisschen traumatisiert von Diablo. Von Diablo, ja. Dann machst du ein Item mal weg und dann kriegst du das bis Level 80 nicht mehr. Ja. Und in der nächsten Season schmeißen sie es dir hinterher. Das hat mich gebrochen. Ihr könnt mir reinballern, was ihr habt. Okay. Eine Menge sehe ich gerade. Ich dachte, wir gehen vorher noch essen, aber wenn du so einer bist. Na, du wolltest mich ja nicht zum Essen einladen. Na klar. Dann muss ich ja nehmen, was ich kriegen kann. Ja, naja, nur weil du meinst, McDonald's Drive-In ist ja kein richtiges Essen. Sagt wer. Klar ist das Essen. Alex, der war sich zu fein dafür und deswegen sagst du, ich soll ihn so einfach alle reinballern. Etepetete schon die wieder unterwegs oder was? Ey, wenn mich hier schon jemand zum Essen einlädt, dann will ich natürlich auch Steak, hallo? 5-Sterne-Restaurant, Minimum. Lieber zu Burger King als Flame Grilled. Okay. Wir werden ja in Akt 2 wahrscheinlich noch ein bisschen länger sein, ne? Wieso? Dann würde ich nämlich die Olle hier mal auf unsere Seite ziehen. Der Händler immer auf der Seite ziehen, das ist nicht verkehrt, denke ich. Vielleicht kriegen wir dann bessere Preise, wenn ich die mal ein bisschen liebkose. So, Alex ist überladen, nimmt noch wieder was raus. Ja, ich bin ja nicht da, sorry. Mach mal keine Hektik. Das steht euch nicht. Ich tausche gerade. Deswegen geht das nicht so schnell. Boah, das hat ja gar nichts gebracht. Okay. Mal ein paar neue Zauber gelernt. Okay, jetzt ist er uns schon
freundlicher gesonnen. Die Gussform erstmal behalten, oder? Ja. Gussform, ja. Die kann ich doch ans Lager schicken. Kannst du ans Lager schicken, ja. Ans Lager sind. Grüne Waffen verkaufen wir auch, oder? Oder wollen wir die auch noch behalten? Also wenn du dir sicher bist, dass du die nicht mehr brauchst? Ja, eine Zweiheit-Angst zum Beispiel, Axt brauche ich jetzt gar nicht. Ha! Jetzt habe ich es auf grün. Nice. Sympathie 70. Okay. Mich zwar ein bisschen was gekostet, aber ist in Ordnung. Habt ihr noch ein bisschen Essen oder so, was wir verkaufen können? Ich hab noch nicht geguckt, Digi. Ansonsten könnt ihr ja auch mal euren ganzen Kram ins Lager schmeißen. Alles was blau ist und so. Weil das macht ja auch Rüstung. Das macht ja auch Platz weg. Jo. Aber ich habe nicht viel dabei. Meine Rucksäcken sind bloß 4 und 2. Also da ist nichts toll. Und alle möglichen Tränke schleppe ich ja immer mit mir mit. Pauline, kannst du eigentlich eine mittlere Rüstung tragen? Nein, noch nicht. Das ist das nächste, was ich vorhab, wenn ich mal dazu komme. Aber ein nekrotischer Schaden, der bringt dir auch nichts wirklich, oder? Weil wenn du einen Na, pack's doch erstmal in in deine Truhe. Das Lager sein. Okay. Genau. Hier den leuchtenden Schädelknüppel hier. Ich glaube, den brauchen wir nicht, oder? Gleißend. 2 bis 8 Schaden. Da habe ich bessere Waffen. Und ein anderer von euch nimmt den ja wahrscheinlich eh nicht, oder? Ja, dann, wo ist denn der Knüppel? Bei Uzi drinne. Der kann's eigentlich verkaufen. Ja, und hier die grünen Waffen hier unten doch auch. Ich bin gerade. Ich überlege gerade, ja, weil diese eine Axt ist nicht alle Axt-Echse, weil die eine Axt ist ganz cool, weil keinen Umschlag auch mal machen, weißt du? Weil das fehlt mir jetzt momentan bei der anderen Fähigkeit, bei dem Schwert, das ich habe. Ja, du darfst aber nicht vergessen, dass du, dass das jedes Mal eine Aktion kostet. Ja, aber sag mal, wenn wir dann wieder vorher gespeichert haben, vielleicht, wenn wir mal mitgedacht haben und es dann noch vorher wegzubar ist, dann kann man das ja einfach machen. Wenn es halt mehr Gegner sind als ein großes, so, dann ist so eine Axt zum Beispiel praktischer vielleicht. Ja, lass ihn nehmen, Axt. Wenn wir wieder irgendein Viech haben, was wieder 20.000 kleine Spinnen spawnt oder irgendwelche Raben, die alle nur ein Leben haben. Oh. Ey, du, an mir soll's nicht fliegen. Macht. So, jetzt noch einmal Lagerform und das ist gut. Gute Bären, nice. Was ist mit dem Amulett? Tierfreundschaft, 1. Grad. Dann wächst meines Erachtens nach. Nee, lass drin. Willst du wirklich dein Amulett tauschen wollen? Nur damit du mit Tieren besser connected bist? Ne, ist eine Freundschaft. Vielleicht haben wir mal irgendwie müssen wir gegen einen Drachen und gegen einen Gedankenschinder kämpfen und dann können wir den Drachen auf unsere Seite ziehen oder so. Okay, na dann pack's mal in dein Lager. Wo ist denn das denn? Das ist bei mir drin.
Ja, und die Bullenansturmrüstung da, die kann Yuzen in sein Lager packen. Geh hoch. Ja, gibst du mir rein. Oh. Ach, David hat sich meinen Stab gegönnt. Den Stab? Pfeil des Ilmata? Keine Ahnung. Oder haben wir den gleichen gefunden? Ich glaube, wir haben den gleichen gefunden. Das ist doch kein. Das ist einsetzen. Das ist wie ein Pfeil. Ah, okay. Kannst du gerne haben. Nö, alles gut. Ich hab gedacht, das wäre ein Stab. Ich hab wieder nicht richtig gelesen. Nee, unten, wenn Rot einmalig Verwendung ist, dann ist das immer nur so ein Einmal-Ding. Ah, du kannst, obwohl lernen kannst du wahrscheinlich nicht. No traps, please. So, seid ihr jetzt langsam fertig, mir hier Zeug reinzupacken, oder? Ich müsste durch sein. Ich bin durch. Warte, du kriegst noch einen Hammer und dann bin ich auch durch. Geld kann ich dir auch schon mal geben. Nee, Geld brauchst du mir nicht geben. So, das ist trotzdem. Okay, nice. Dann haben wir jetzt soweit alles verkauft. Glaube ich. Und wir haben wieder ganz gut Geld zurück. Und David hat doch noch so Sachen bei, eine Kerze. Oder willst du die behalten? Die Kerze ist brennend, also. Okay. Leute, ich sehe mal, wenn man die einsetzen kann und die oder irgendwas bringen, warum sollte man das, solange wir keinen Geldmangel haben? Ich glaube, Geld können wir nie genug haben. So, jetzt geht mein Encoder wieder hoch. Festplatte voll? Nee, bei Weitem nicht. Ich habe noch 1,5 Terabyte. Eigentlich was zu bedeuten, wenn mehrere Figuren aus unserem Lager grün sind anstatt gelb? Sind die denn was Wichtiges? Probe nicht. Aber eigentlich würde er ein Ausrufezeichen drüber stellen, ne? Na, grün heißt, glaube ich, dass wir die in unser Team nehmen können. Und gelb ist nur Quatschen. Hier der Unrote und so, da müsste, glaube ich, alles gelb sein. Und der Ritter.
Unheilige Ritter. Ich muss noch ein bisschen die Grafikeinstellungen hochdrehen, dann wird langsam kalt hier im Wohnzimmer. Hält's da nicht mehr durch, ja? Ja, stellen wir mal alles auf hoch. Was passiert? Scheiße, dass man in dem Menü nicht stapeln kann. Ah, 70 Grad sind doch angenehm. Und so kannst du auch immer kaufen, wa, Scholli? Was kann ich kaufen? Tränke. Ich bin gerade dabei, ja. Weil sowas wie coole Pfeile oder sowas hat sie nicht, oder? Kann nur Elixiere machen oder halt Tränke. Nicht irgendwo auch Stapeln drücken? Dass der so Zaubersprüche und so von selbst übereinander stapelt? Kannst einmal sortieren, dein Inventar. Müsste da das eigentlich machen. Nö. Muss immer noch per Hand übereinander stapeln. Jetzt hat er mein Sortiment eigentlich wieder voll durcheinander gebracht. Aber ist egal. Hat das halt wieder umsortiert. Oh, jetzt hat das da unten auch wieder umsortiert. Bist du behindert. So, also wir haben jetzt wieder 3000 Gold auf Halde. Nein. Zumindest das, was du mir gegeben hast, Yusi. Und was ich verkauft habe. Ich hatte eh nur 200 noch was gehabt. Das war jetzt nicht so viel. David hat noch 40 im Inventar. Pfeiler hat nichts mehr. Das habe ich dir schon gegeben gehabt. Und dann kriegst du wieder das Gold usen. Okay. Ist doch kacke. Okay. Magst du mir ein paar Tränke abgeben, lieber Scholli? Bitte. Du siehst es nicht, aber ich bin auf Knie. Jemand hat auch die ganzen großen Tränke, glaube ich, rausgenommen, ne? Ich hab's nicht. Ich hab ein paar Tränke, aber große. Ja, die großen Heiltränke? Nee, hab ich nicht. Ach, David hat sie sich gekrallt. Ich hab hier gar nichts gekrallt. Na klar, die großen Heiltränke. Zack. Eins. Alles meins. Aber einen kannst du mir doch abgeben, oder? Nee, die wollte ich ja teilen und dir geben. Achso. Dass wir beide vier haben, weil wir sind ja die, die am meisten auf die Fresse kriegen vorne. Das ist... mir ja schon aufgefallen, ja. David hat zwei, das reicht. Mehr kriegt er nicht. Der kann sich doch heilen, Alter, der Zauberer ist okay. Ja, dann wird er nur zweimal geheilt. So, was machen wir jetzt? Na ja, da oben läuft die ganze Zeit noch Quest rum. Wer läuft rum? Ich sprich mit Damon. Ja. Und ansonsten müssen wir irgendwie unten links irgendwo hin. Also wollen wir jetzt hier weiterlaufen, oder was? Ja, aber ihr seid schon aus dem Lager raus. Level ab. Okay. Wir sind fast Level ab. Ich bin nicht mal im Lager gewesen, glaube ich. Naja, kann an meiner Kriegernatur liegen und dass ich Halborg bin, aber ich will kämpfen. Na, jetzt mal. Und lass mich raten, der kleine Zwerg wird nur klauen. Na Alex, dann quatsch nochmal. Quatsch mal aus. Genau, quatsch mal Damon aus, was er uns für eine Quest noch gibt. Was ist denn Damon? Oben im Stall. Der, bei dem können wir auch verkaufen. Ja, ist auch ein Händler. Hallo Damon. Can't sleep. Ja, kann nur so das sehen, well was ihr habt. Mehr kann ich bei dem nicht. Need anything? Ich glaube, wir müssen dem anything irgendwas bringen. Dann macht er uns irgendwas Dolles.
was bringen. Can't sleep. So I might as well hammer. Need anything? Rette, 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 befreie, hilf dem Geist. Can't sleep. So I might as well hammer. Need anything? Ich habe sein Item auch verkauft. Wirklich? Also ich habe nichts Wichtiges rübergeschrieben und ich denke, dass Alex das auch geschoben und Alex auch gesehen hätte, wenn irgendwas gewesen wäre. Das Teufelsherz. Fluchbrechen hast. Ich sehe auch keine Quest, wo wir mit dem sprechen müssen. Ich sehe es nur auf der Karte. Ich mit Damon. Hafen. Aber ihr seht es nicht, wenn die Karte auf. Doch, das Teufelsherz. Sprich mit Damon, ja. Das Teufelsherz. Hier, wir haben Damon zuletzt. Karlach sollte mit ihm reden. Okay, also müssen wir Karlach in unsere Gruppe holen, oder was? Richtig, dann müssen wir nochmal nach Hause. Da muss ja einer da bleiben dann, oder wie? Ich bleib hier stehen, kein Thema, ich guck nochmal mit Leute, ich glaube, das ist der, mit dem ich gerade quatsche. Nicht der Händler, oder? Doch, hat recht. Der ist gerade am Feuer gewesen, sorry. Karlach. Ja. Ja, das ist ja dumm. Ich guck mal, ob wir die... Ihr und Mesora scheint euch zu kämmen. Was ist eurer Expertenmeinung die beste Methode, einen Teufel zu töten? Panas Tür kümmert. Was machen die denn Maschine mit euch? Ihr habt dieses Ding also nicht nur in der Brust. Können die Zauber hier nicht rausnehmen, ne? Ne, es sind Zaubertechniken. Warum ist das die Vorrichtung der Brust tragt? Ihr und Mitsura scheint euch zu kennen. Warum, ja? Aber Mitsura ist es ja nicht. Damon. Ja, vielleicht gehört er dazu. Vielleicht gehört er dazu. Keiner weiß das so genau. Pause, neue Namen, Alter, okay. Los, brechen wir auf, oder? Gehen wir los. Wir haben keinen Platz für anything, but there's no room for me. Das heißt, dann würde ich, ja, bleib ich jetzt hier und ihr müsst sie dann mitnehmen. Ja, aber es geht, glaube ich, nicht, wenn vier Leute drin sind. Was denn? Warte. Das ist so. Was denn das für ein Quatsch, wenn man zu viert spielt, dass das denn nicht funktioniert? Also, dann kannst du ja die ganzen Quests mit den Begleitern nicht machen. Vielleicht kann er denn einfach statt seinen Charakter so spielen, spielt er halt ihren Charakter. Ist das möglich? Nee. Okay, ich kann aber auch keinen aus der Gruppe schmeißen oder sowas in die Richtung. Ja, das ist es halt. Haben wir jetzt echt mal an dem Spiel einen Knackpunkt gefunden? Ich glaub's ja nicht. Man hätte doch theoretisch bloß die Schwierigkeiten-Tacken höher drehen müssen, dass die Gegner ein bisschen mehr Leben haben, wenn wir zu fünft unterwegs sind, oder halt zwei, drei Gegner mehr dabei sind. Das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen. Ich könnte mir halt nur vorstellen, wenn einer von uns sterben sollte, dass wir dann einfach nochmal hingehen. Weißt du? Nein, nicht keinen anderen. Ja, aber das müssen wir mit all unseren Begleitern machen. Das ist ja das, was ich komisch finde, weißt du? Na, oder die einzige Lösung, die mir noch einfällt, ich lock mich aus und weil ich ja nicht da bin, könnte jemand anderes in die Gruppe nehmen, oder? Ja, ich sag mal so, die Quest hätten wir auch wahrscheinlich gar nicht bekommen, wenn wir die getötet hätten mit der anderen Quest. Deswegen, das ist schon alles irgendwie ein bisschen verschachtelt. Beziehungsweise hätten wir auch ganz andere Quests bekommen, wenn wir die vorgefertigten Charaktere alle genommen hätten. Richtig, wir hätten ja auch alle die Charaktere nehmen können, die bei uns gerade im Lager stehen. Ja, genau. Ja, das wäre auch nochmal lustig, das so zu spielen. Na gut, aber dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wie gesagt, das Spiel ist ja nicht dafür ausgelegt, dass wir wirklich alle Quests machen. Richtig. Man schafft eh nicht alle Quests in einem Durchlauf. Das geht gar nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Das geht wirklich nicht.